Falls du wrong. Mann, was fährst du mir rein? Bist du blöde? Ja, genau. Nimm nur meine Tür mit. Schön. Ich hab's ja. So, dann erstmal, bevor uns wieder irgendjemand davon abhält, wollen wir jetzt erstmal schön Richtung Burning Route fahren. Rolle. Vor allem, ich war vorhin unten und wollte mir was zu... Da achtet man einmal nicht aufs Spiel, weißt du? Ich war vorhin unten und wollte mir was zu trinken holen, weil ich jetzt schon wieder ein Pappmaul habe. Oh, guck mal. Lol. Ah, ich glaube, das haben wir schon, ne? Ja, das haben wir schon. Dann jetzt aber erstmal zur Burning-Route, verdammt. Oh, guck mal. Oh, jetzt ein Big Mac, du. Boah. I want you please take me home, yeah. Take me down to the Paradise City. Na 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 na. So, da haben wir wieder die Burning-Route vom X12. Ja, geh doch nach Hause. Boah, weil ich hier mit dem letzten Pixel an der Kante hängen geblieben bin, ja. Ist es so? Ist es das, was du willst? Gut. Dann fahren wir jetzt mal hier lang. Das ist doch nicht etwa ein Parkhaus, das wir noch nicht haben. Doch, das haben wir schon. Aber da ist noch eine Werbetafel. Nein, jetzt nicht. Werbetafeln finden wir früher oder später sowieso noch wieder. Und Werbetafeln haben wir noch mehr als genug. Ups, ich wollte hier eigentlich gar nicht reinfahren. Ist einfach so geschehen. Ich kann nichts dafür. Ich glaube zwar nicht, dass mich das der Burning-Route weiterbringt. Jetzt fahren wir schon wieder in die völlig falsche Richtung. Nein. Verdammt. Oh. Was ist das denn? Ah, haben wir schon. Langweilig. Langweilig. Nein, natürlich nicht. Ist ja ganz lol. Klar. So. Ja, na komm. Ja, dann müssen wir, glaube ich, jetzt mal eine Runde in diese Richtung hier fahren. Also, das seichte Gefühl! What the? Schon wieder so ein dämlicher Scheißbus. Nein, wir sind noch auf einer richtigen... Trollolo? Oh, haben wir ja schon. Ich will jetzt erstmal die Burning-Route machen, verdammt. Also die Burning-Routes jetzt im Moment sind echt noch, also im Vergleich sind die noch fucking einfach. Da kommen dann noch ganz andere Sachen. Ganz andere Sachen. Die dann wirklich, also das ist hart an der Grenze. Hallo! Ich drücke nach vorne und nach hinten. Country Club im Nordwesten. Die Zeit läuft. In einer Minute 38, ja. Dann müssen wir Hauptstraße fahren. Ist zu schaffen, ist zu schaffen. So, dann ziehen wir mal eine Runde davon. Bei Rot! Weil ich's kann. Oh, puh. Ich hätte gerade schon abbiegen sollen, ich weiß. Aber ich habe so das Gefühl, dass wenn wir hier lang fahren, dass es da kürzer ist. Okay, jetzt sollten wir mal das machen, was uns die Karte sagt. Yeah! 2,2 Kilometer noch. Kriegen wir das hin? Ich bin mir nicht sicher. Noch müssen wir geradeaus. Noch sagt der Blinker nicht, dass wir abbiegen müssen. Ich glaube, wir müssen nicht mehr abbiegen. Jetzt müssen wir nur noch auf den Verkehr achten. Nur noch auf den Verkehr achten. Fahr mir bloß nicht rein. Ich halte die Tasten einfach nur gedrückt. Yeah!
Bitch. Na, haben wir noch genug Zeit gehabt. LOL, nur noch 14 Siege, da ist ja eine Bombe einfach. Du hast dir den super coolen Nakamura Ekusa Samurai redlich verdient. Halt beim Schrottplatz an und dreh eine Runde. Marsch! Marsch alles. Halte Ausschau nach dem Kitano Hybris Custom. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, ich meine, ne? Wer wären wir, wenn wir das nicht sofort machen würden, einfach? Ich hab schon wieder vergessen, wie er aussieht. Der Hell. Ja, hier einfach mal random ein bisschen jumpen. Da ist ein Supersprung. Den will ich haben. Ach so. Da sind wir wohl nass geworden! Ich will den jetzt aber eigentlich haben. Weißt du? Pass auf, dann fahren wir jetzt mal in deine Fresse. Guck mal, die Lawrence hat jetzt so ein Metallschild, weil wir die gewonnen haben. Also hier dieses... Bam, kannst du nicht, hä? Nein. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, weil Totalschaden, Supersprung misslungen? Ach, du kannst mich echt mal am Arsch. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn hier? Moment. Ich will die Werbetafel haben. Dann müssen wir irgendwo anders. Ja, komm, lass mich doch vorbei, Mensch. Dann müssen wir da drüben rein. Ausatmen. Ist jetzt hier dasselbe, oder? Oder? Nein. Ah! What the fuck, man? What the fuck? Und mal so RL-technisch mal auch mal sowas machen, du. Das wäre schon. Das wäre nice. Bam. In dein Face. Hatten wir den schon? Ich könnte wetten, den hatten wir schon. Ja. Und wie wir den schon hatten. Naja, schade. Pff. Alles kaputt machen hier. Ja, ist ja gut. Den hatten wir auch schon. Schade. Dann müsste ich jetzt eigentlich erstmal zum Dingsplatz, ne? Schrotti? Schratti. Und wir machen vorher noch irgendwie so ein geiles Event. Hübscher Lack. Nein, ich fand den alten noch viel schöner. Hatten wir schon. Nein. Fucking shit. Zieh rum. Wo wollten wir jetzt hin? Ach ja. Guck mal, da vorne ist eine Kreuzung. Da müsste es doch theoretisch ein Event geben. Na, oder auch nicht. Dann eben nicht. Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt mal nach links. Ja, wir machen schon noch ein Rennen. Keine Sorge, Freunde. Alles nur keine Panik. Auf der Titanic. Wobei, die Road Rage werden dann mit der Zeit richtig fucking schwer. Deswegen würde ich die jetzt mal noch außen vor lassen. Komm, lass uns einfach mal ein Rennen. Wobei, nee, mit so einem Auto geht das nicht. Dann heißt es jetzt erstmal Schrottplatz. Ja, das war jetzt alles nicht so geplant, aber was muss, muss halt nicht. Ja, da schön gegen die Ecke gefahren bist du da. Mein Gott. Jetzt war mal richtig... Oh. Stimmt, den gab's ja auch noch. Habe ich vergessen. Zack! Der Kitano Hydrus Bäm. Danke. Bis beste wohl, was wir im Angebot hatten. Dann fahren wir doch direkt mal zum Schrottplatz. Ich meine,
Lu. So, hier ist wieder unsere Ausfahrt. Von jemandem geschickt, der einsam und alleine durch die Stadt fährt. Sieht so aus, als ob er boostet. Und ob. Ja, das wird dann wohl nur ich gewesen sein. Ah, ich hätte mein Nokia 6300 wohl mal wieder ein schönes Foto geschossen. Mit VGA-Qualität, damit das mal klar ist. Yeah, der Nakamura Ikusa Samurai ist der beste, den wir hatten. Fortfahren, yes. Und jetzt haben wir hier noch den Kitano Hydros Custom, den wir natürlich direkt mal einweihen werden. Ganz klar. Das ist ein Tempo-Auto, da könnte ich wetten. Wobei, nee, der ist eigentlich ein bisschen zu sperrig für Tempo. Und das ist doch ein Tempo-Auto. Den nehmen wir natürlich sofort. Und dann würde ich jetzt auch mal ein Rennen probieren, einfach. Natürlich nachdem wir... Da kam gar kein Anlassergeräusch. Da würde ich jetzt einfach mal... eine Werkstatt suchen und dann... Oh, was sehen meine Augen? Lol. Oha. Hätte fast eine Barrel. Hauptsache, da oben kommt die Meldung. Boost okay? Ja, gut. Okay. Ist okay, ist okay. Mann, ich wollte zur Werkstatt. Verdammt. Wobei, da müssten wir ja auch eigentlich noch eine finden, ne? Ich glaube, jetzt ist Ende der Fahnenstange. Ja, mal wieder mal schön angehalten, das Ding. Dann fahren wir da rechts erstmal zum... Oh, was ruckelst du so? Kacke, du Pains. Mann, lass mich doch da runter, ey. Was zu wrong? Mann, was fährst du mir rein? Bist du blöde? Ja, genau. Nimm noch meine Tür mit. Schön. Ich hab's ja. Sag mal, willst du mich irgendwie verarschen? Hier musst du mal eine... Ah. Guck mal, eine Ausfahrt. Bäm. Mann, wo ist die Werkstatt? Ich könnte kotzen. Ich komme immer von dem ab, wo ich hin will. Mensch, was ist hier los? Los. So, jetzt gucke mal. Jetzt biegen wir gleich links ab. Mein Gott, du musst nicht überall gleich hier zeigen, dass du der Größte bist, du. Ja, komm, lass mich mal noch weiterfahren hier. Danke. Thanks a lot. I'm very pleased with you.